So Leute, willkommen zurück zur Horas Arena Leiterburg. Oh yeah, nach einer anderthalbwöchigen Pause müsste hinkommen ungefähr, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ist ja auch egal. Geht's jetzt weiter mit der zweiten Phase. Wie angekündigt, die zweite Phase, ich sag das lieber gleich zu Beginn nochmal, bevor es dann später Verwirrung gibt. Die zweite Phase wird deutlich kürzer als die erste Phase. Wir nehmen, mal gucken, 3 bis 4 Leute pro Liga werden drankommen. Und ja, der erste Herausforderer wagt sich auch gleich an die Seniorliga. White heißt dieser neue Herausforderer. Aber Leute, es gibt nicht nur neue Herausforderer und veränderte Teams, weil wir sehen schon hier bei Flugarena Friedrich, die übrigens zuerst drangenommen wurde, was schon mal wieder ein mutiger Schritt ist, möchte ich sagen, weil wir haben ja bei der letzten Phase schon gemerkt, dass es eine der stärkeren Arenen ist. Da gibt es auch eine Änderung, nämlich Boreos heißt es Pokémon auf Deutsch, genau an der ersten Stelle, anstelle von Demeteros. Aber Leute, nicht nur neue Teams und neue Herausforderer, sondern auch neue Co-Moderatoren. Und mein heutiger Gast ist die gute Nuki. Hallöchen. Hallo, schön, dass du da bist. Das ist eine lange Einleitung, hier 1,5 Minuten gequatscht, erst mal bevor ich überhaupt zum Punkt gekommen bin und rede immer weiter um den heißen Brei rum. Ja, wir sehen hier Nuki, also wir hören sie, auch versierte Pokémon-Spielerin, kann man so sagen, oder? Ja, kann man so sagen. Ich habe zur Generation 6 ungefähr 1,5 Jahre lang Pokémon gestreamt und auch gegen meine Viewer regelmäßig gespielt. Von daher, da geht schon was. Sehr schön. Das heißt, du darfst auch gleich mal die Erstanalyse vornehmen hier vom guten White, der auf jeden Fall eine gute Mischung aus OU Standard, sage ich mal, und ja, fast schon was zum Teufel Pixart. Ich sehe da besonders ein Pokémon an, nämlich das, was den Lied macht. Ja, das Interessante daran ist halt das Zwirfinst. Das Zwirfinst ist ja ein sehr, sehr bulkiges Pokémon, aber kann halt auch so Sachen lernen wie Ice Heap, wie Donnerschlag und was weiß ich nicht alles. Von daher ist das bestimmt ein sehr interessanter Pick gegen die Arena. Es kann halt Attacken tanken und es kann auch durch seinen guten Angriffswert ordentlich raushauen. Was ich mir noch ganz gut vorstellen kann, ist das Knackrack. Das kann natürlich die Stealth Rocks haben, was deinem Team sehr, sehr guten Schaden verursachen kann. Und halt natürlich die Steinkante, vielleicht dann eine Elektroattacke auf dem Gengar oder halt sogar einfach nur die Matschbombe oder ein Shadow Ball. Sollte eigentlich alles ganz gut gegen deine Arena funktionieren. Ja, und zu guter Letzt haben wir halt noch Blitzer, was wir auch in der letzten Phase, glaube ich, das ein oder andere Mal gesehen haben. Auch sehr interessant und Blitzer ist halt super schnell und drückt Schaden ohne Ende. Natürlich mit den Elektroattacken muss es ein bisschen aufpassen wegen Demeteros und Voltolos. Aber die anderen beiden werden dann hart getroffen und es ist ja nicht selten, dass ein Blitzer eine Kraftreserve Eis mit dabei hat. Also gut ausbalanciertes Team, würde ich sagen. Und wollen wir uns mal anschauen, wie das Ganze im Kampf ausgesehen hat? Auf jeden Fall. Ich räume dem Herausforderer auf jeden Fall gute Chancen damit. Also Leute, dann auf geht's. Boreos gegen Zwiffins. Ich dachte mir, wenn er den Ice Heap hat, bevor ich fast schon ausgegangen bin, ich habe die Kiroya-Beere extra für diesen Fall draufgepackt. Also jetzt die extra für Zwiffins, aber für Eisattacken halt. Und das heißt, das tanke ich auf jeden Fall ziemlich gut. Je nachdem, ich weiß ja noch nichts über die Zwiffins. Kann ja auch ein Walband sein, ne? Ich meine, habe ich auch schon gesehen. Leider kriege ich hier den First Turn Freeze. Und an dieser Stelle dachte ich mir tatsächlich auch direkt, okay, ich könnte natürlich jetzt hier rauswechseln mit Belebekraft, mich ein bisschen heilen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich auftauche, ist halt 10% nur. Und da lasse ich Voltolos mit einer kleinen Träne im Auge erstmal down gehen. Sieht man auch schon hier gleich, dass der Gegner die Hex auspackt. Ich meine, First Turn Freeze, danach gleich einen Crit reingehauen. Der hat schon mal ganz gut vorangelegt. Ja, Zwirfens ist ja ein Magier, ne? Zwirfens ist ja ein Magier. Das ist, das passt ja irgendwie, wenn er Hexenkunst hat. Egal. So, also Tauros ist hier. Ich kann mit Orkan angreifen und ihm womöglich schon rausnehmen. Leider reicht es nicht ganz aus. Kriegt er ein Icy Bub? Das ist aber okay, weil das Zwirfins, also ich habe schon am Schaden gesehen, dass das wahrscheinlich kein Vibe ist. Ich kann jetzt ja ein bisschen mit Ruheort mich gegenheilen, weil ich verliere den Flugtypen. Das heißt also mit anderen Worten, der Icy wird weniger Schaden machen. Ich hätte das Ganze jetzt nochmal machen können, um mich noch ein bisschen mehr zu heilen, dass ich halt ungefähr auf 3/4 bin. Hatte aber tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich vielleicht nochmal free. Das ist halt leider, wenn man das einmal abbekommen hat, dann ist man ein bisschen paranoid und ich dachte mir, gut, greife ich jetzt einfach mal mit der Kehrtwende an. Kehrtwende deswegen, weil das natürlich auf jeden Fall gereicht hätte. Und ich wollte halt nicht, falls dann Knacker kommt, kann ja sein, dass es einen Walschall trägt, wollte ich nicht Tauros draußen haben, sondern kann jetzt hier auf meinen Demeteros gehen. Das Interessante, was wir jetzt von Knackrack schon gesehen haben, ist, dass es zum Beispiel keine Rauhaut hat.
Das heißt, stimmt, genau. Du musst keine Angst mehr haben vor irgendwelchen direkten Attacken. Und hier kommt erstmal die Steinkarte. Wir sehen noch den Lebenorb auf dem Knackrack. So, und ich wechsle hier raus, weil ich glaube, ich habe mich gerade auf die Steinkante gelockt. Da habe ich nicht ganz aufgepasst. Tut mir leid, Leute, weil ich davon ausgehe, dass er eigentlich hier rauswechseln würde. Gehe jetzt hier auf Voltolos. Das wird zum Glück nicht getroffen von der Steinkante. Hätte ich mit dem Bedroher allerdings trotzdem überlebt. Das war ja die Kalkulation dahinter. So, hier kommt auch wieder Zwirfens. Ich nehme mal stark an, dass er sich extra aufbewahrt hat, damit er es opfern kann, weil Zwirfens wird halt... Es macht halt nichts mit dem Kampf. Es ist halt langsamer als alles, was ich habe. Und ja, es kann bulky sein, wie es möchte. Da tankt es nichts mehr mit den 2 KP, die es noch hatte. Ja, dann Voltolos... Nee, Voltolos ist es, ne? Ja, dann Voltolos ist natürlich sehr effektiv, beziehungsweise macht guten Damage gegen sein ganzes Team, dadurch, dass es halt die Kraftreserve Eis hat. Dadurch kannst du jetzt halt auch drin bleiben und kannst halt gut Schaden austeilen für die restlichen Pokémon und sie vorbereiten für deinen Boreos. Genau, also ist das jetzt hier Demeteros, meinst du? Demeteros, ja. Ja, ich hab noch Tauros und ich habe noch Demeteros und ich bin wieder hier auf die Kehrtwende gegangen, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass er Gengar behalten möchte, dass er hier rausgeht. Aber er bleibt eiskalt drin. Was soll ich dazu sagen? Also schon wieder Crits hier, 2 Stück, Dragalanda, super krasser Schaden, haben wir ja gerade gesehen. Bei der Kehrtwende, aber wird natürlich geviertelt. Aber ja, er bleibt einfach drin. Ich ging eigentlich davon aus, dass er wechselt. Ich wollte mir ein bisschen so die Switch-Advantage ranholen. Und kann jetzt in dem Abschau mal einsetzen. Die zum Glück nicht vergiftet. Das wäre einfach das Traurigste gewesen. Mit einer Vergiftung wäre es nochmal ziemlich knapp geworden. Vor allem, weil die Steinkante ja auch eine ziemlich hohe Chance hat zu verfehlen. Richtig, richtig. Jetzt kommt auch sein Knackhack nochmal. So, und ich hatte einen Plan. Ich bin jetzt hier halt gelockt auf die Steinkante. Deswegen wechsle ich meinen Tauros rein, weil er hat ja nur noch Blitzer und Knackrack. Und ich kann halt mit Steinkante nicht so viel machen da. Deswegen lasse ich jetzt Tauros hier untergehen. Lebenmob wird ein bisschen Schaden machen. Das Gute nämlich ist, Knackrack bringt sich durch den Lebenmob jetzt in eine Reichweite, in der ein Erdbeben von Demeteros ausreichen könnte. Ich sag's ja ganz groß, könnte. Ist auf jeden Fall eine Roll. Und naja, also Blitzer ist quasi irrelevant, dass Blitzer noch da ist und er wechselt jetzt auch hier einen Blitzer und das kann halt gegen nichts machen, weil ich einen Wahlschall trage. Außer es ist Wahlschall-Blitzer, aber gut, das wird jetzt auch nicht schwer, weil er hat ja in den Switch den Blitzer hier reingeschickt. Und jetzt kommt's drauf an, Knacker gegen den Meteros, Leute. Mache ich genug Schaden und trifft seine Steinkante, wenn er, ich glaube, wobei er kann auch einfach eine Drachenattacke machen, aber ja, das sind die Fragen. Leider hat der Rollen nicht ganz gereicht und seine Steinkante trifft und daher geht das Demeteros leider down. Und da das Demeteros zuerst down geht, hat Zoe das leider verloren. Ja, aber Leute, was ein krasser Auftakt. Also ich glaube, das hatten wir kein einziges Mal in der ersten Liga. Also hier, schöner Auftakt für die Xeno-Liga, ein Double KO, aber wie Nuki gerade schon gesagt hat, mein Pokémon ist zuerst down gegangen und sein Knacker ging nur durch den Lebenorb down. Das heißt mit anderen Worten, ich habe verloren, der Herausforderer gewinnt diese erste Runde. Super, super close, also knapper hätte es schon eigentlich nicht mehr ausgehen können. Und ja, was soll man noch sagen? Hast du noch irgendwas zu dem Kampf kommentieren? Ich finde, der Herausforderer hat sehr, sehr gut gemacht, vor allem auch am Ende mit dem Switch auf Blitzer, dass er das nochmal geopfert hat, um einfach sicher zu gehen, falls du wirklich den Wahlschall drauf hast, dass er auch wirklich dann mit dem Knackrack noch was ausrichten kann und die größere Chance hat zu gewinnen. Jawohl, also hab nicht viel zu meckern, eigentlich, was heißt nicht viel, gar nichts eigentlich, alles wunderbar, sehr, sehr schöner Auftakt, wie bereits gesagt, Zwirfens dabei, was für mich schon mal 1 Milliarde Pluspunkte bringt, weil Zwirfens immer noch wahrscheinlich mein Lieblingsgeist-Pokémon ist, ich liebe Zwirfens, Zwirfens ist geil, Zwirfens love, bitte gebt Zwirfens Liebe, Leute, und macht es wieder viable, so. wir gehen in den nächsten Kampf, was hältst du davon? Auf jeden Fall, wir müssen uns noch Schilder bauen mit Hashtag Zwirfens. Hashtag Zwirfens Schilder, Leute, ihr habt's gehört, Hashtag Zwirfens, bitte. Leute, bis zum nächsten Kampf, gleich. Und da sind wir nun. Zweiter Kampf. Stahlarena-Leiterin Minerva ist es, der Neuzugang. Hier ist das Magnezone anstelle des Tentantel, also ein bisschen mehr Offensivpower, die das Team hier mitbringt, weil... Ja, Tentantel ist zwar ein super starkes Pokémon, aber hat hier in der Burg tatsächlich nicht so viel gerissen. Und der Herausforderer hat auch wieder mal ein richtig starkes Team dabei. Was sehen wir denn so, Nuki? Ja, wir sehen auf jeden Fall das Panferno als Lead. Als Feuerkampf-Pokémon eigentlich optimal für diese Arena.
kann sowohl gegen das Heatran was machen, als auch gegen jedes andere Pokémon mit seinen Kampf- und Feuerattacken. Wir haben Dragoran, was ein sehr, sehr versatile Pokémon ist. Hat Feuerattacken, variables Pokémon. Es tut mir leid für die ganzen englischen Ausdrücke. Ich hoffe, deine Community vergibt mir. Das wissen sie, das wissen sie. Kann auf jeden Fall auch sehr gut Feuerattacken lernen, kann ein paar Bodenattacken lernen, ist halt sehr, sehr variabel, was seinen Pool angeht und was vor allem auch seine Stats angeht. Und haben dann noch natürlich die ganz normalen Threads wie das Metagross und das Garchomp. Jawohl, also wir sehen hier viel, viel offensive Power, unglaublich. Da ist nicht gut Kirschen essen und ich bin auch sehr zufrieden. Ich musste lächeln, als ich das Team gesehen habe, weil ich habe bei dem Analysevideo, in dem ich euch erklärt habe, wie man am besten die Burg angeht, habe ich gesagt, das beste Pokémon gegen Mono-Stahl-Arenen ist einfach Panferno. Und zack, erster Herausforderer, Panferno sehe ich hier. Ich bin zufriedener, könnte ich gar nicht sein. Also da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht und ja, wie ging das im Kampf aus? Wollen wir das mal angucken? Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Okay, Leute, dann auf ins Geschehen. Der Schlüsselbund gegen Panferno. Ich dachte mir, Klefki wird wahrscheinlich eh nicht viel machen im Kampf. Deswegen kann ich ja das Panferno wenigstens nochmal paralysieren, damit ich es halt gleich relativ leicht rausnehmen kann. Weil, wie schon gesagt, Panferno wird ja echt dicken Schaden machen. Und anhand dieses Schadens sehe ich auch direkt, das Ding trägt ein Walwand. Was zum Teufel? Damit habe ich auch nicht wirklich gerechnet, weil Klavion ist eigentlich sehr bulky und das hätte nie im Leben so viel Schaden gemacht. Also das war mehr oder weniger schon confirmed an dieser Stelle. Kann jetzt hier natürlich auch nochmal einen Angriff raushauen. Das wird auch guten Schaden machen. Kriegt sogar die Fullpaare. Also, ja, beide Kämpfe, die wir bisher haben, starten nicht ganz so schön für einen der Herausforderer. Ja, das heißt, Panferno eigentlich schon entschärft. Das Gute ist halt, dass du jetzt Panferno, ich denke mal, mit deinem Magnesone sogar outspeeden kannst. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr einfacher Kill für dich werden, was das Panferno angeht. Es kann vielleicht noch den Tempo-Hieb drauf haben. Aber das ist, glaube ich, auch das Einzige, was es dann noch großartig machen kann. Richtig, richtig. Metagross kommt jetzt hier. Megert sich erstmal und ich dachte mir, haha, ich paralysiere jetzt einfach noch ein Pokémon. Deswegen war ich ganz froh, dass er da rausgewechselt ist. Aber den Patronieb habe ich einfach gar nicht auf dem Schirm. Den habe ich irgendwie vergessen in dem Moment und keine Paralyse mehr. Aber es ist okay, ist okay. Gegen Metagross habe ich ja noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Heatran. Geht ja natürlich sehr gut gegen Metagross und dadurch, dass du halt auch den Ballon drauf hast, kann es auch nicht einfach einen Erdbeben drauf machen. Das ist ganz gut. Ich brauche halt das Panferno wirklich gegen deinen Heatran. Also, da kommt Panferno jetzt auch raus und kassiert einen Feuersturm und das wird auf der Range auf jeden Fall ausreichen. Und damit war ich schon mal sehr froh, weil eine super große Gefahr der Stahlarena damit untergegangen ist. Aber ja, er hat immer noch Metagross, Dragoran und Knackrack. Richtig starke Pokémon alles. Und mir war hier nur wichtig. Ich meine, Knacker kann mir eigentlich nicht so viel, aber ich wollte den Luftballon unbedingt behalten, weil das so ein bisschen ein kleiner Last-Resort-Move ist, sage ich mal. Dragoran kann halt immer noch Erdbeben haben und Knacker hat wahrscheinlich auch Erdbeben, von daher ist es sehr, sehr wichtig, den Ballon da auf dem Heatran drauf zu halten, solange es genau geht. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich hier einen Ice-Heap auf dem Metagross habe. Habe ich leider, leider nicht drauf, aber ich brauchte den Metagross auch nicht unbedingt. Das einzige Ziel, was ich jetzt hier hatte, war tatsächlich nochmal ein Patroning draufzubringen, weil ich hatte einen Plan. Ich hatte einen großartigen Plan, denn ich kann meinen Metagross jetzt hier untergehen lassen, denn ich habe die Kraftreserve Eis auf Magnezone und einen Walschal. Und auf der Range, auf der ich Knackhack vorher befunden, hätte tatsächlich das nicht, hätte es einfach nicht ausgereicht, die Kraftreserve Eis. Und deswegen, ja, auf der mit dem Patronenhieb dank Metagross kann ich Knackhack rausnehmen. Und das war mir sehr, sehr lieb, weil generell Magnezone hier kann echt noch viel reißen jetzt. So, Magnezone vor allem mit der Kraftreserve Eis ist auch ziemlich gut gegen seinen Dragoran dann später. Du musst halt nur aufpassen, dass du die Multischuppe irgendwie vorher ein bisschen runterkriegst. Richtig, weil ich meine, es ist ja keine Seltenheit, dass Dragoran gerne mit Schwächenschutz, so heißt es, gespielt wird und dann hätte ich da ein kleines Problemchen, vor allem wenn er dann vorher irgendwie auf den Drachentanz geht oder so, weil eine Kraftreserve Eis wird er halt auf jeden Fall überleben. Hier kann ich Gott sei Dank das Metagross rausnehmen, da habe ich die richtigen Plays an dieser Stelle. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er sein Dragoran vielleicht vorher reinholt, beziehungsweise irgendwie das Predict, dass ich auf Heatran gehe und meinen Ballon kaputt mache. Er hat zum Glück das Erdbeben gemacht und
Jetzt konnte ich nochmal die Multischuppe anknacksen, war sogar schneller als das Dragoran, habe ich nicht unbedingt mitgerechnet. Ich meine, gut, Dragoran auch nur 80 Base oder so. Aber, naja, so, das Gute ist, ich habe jetzt hier mein Magnezone, kann die Kraftreserve draufholen. Das wird auf jeden Fall töten. Vierfach Schwäche. Oh, doch nicht. Das reicht einfach nicht aus. Habe ich mich wohl verkalkuliert. Normalerweise aber vierfach Schwäche mit ohne Multischuppe sollte eigentlich ganz ausreichen. Dafür gibt's direkt die andere Wendung. Ich habe Robustheit extra nämlich für solche Fälle draufgepackt, weil Magnetfalle brauche ich ja nicht in der Stahlarena. Analyse ist zwar auch eine gute Fähigkeit, aber wir haben uns bewusst für die Robustheit entschieden. Ich bin heilfroh, dass wir das getan haben, denn das hat wieder ein super knapper Kampf. Magnezone war das letzte Pokémon mit einem KP. Und ja, das ging nicht gut für den Herausforderer raus, aber ich muss nochmal sagen, sehr, sehr schönes Match, finde ich. Der Herausforderer macht es echt gut, vor allem sind es auch immer ziemlich knappe Kämpfe, die wirklich so unter die Haut gehen, sage ich jetzt einfach mal. Gut formuliert. Und ja, was lief schief? Ich denke mal, die Knackstelle war tatsächlich, dass er gegen mein Magnezone mit seinem, also als Megatogros gegen Magnezone da war. Da hätte er das Match eigentlich schon gewinnen können, indem er einfach auf irgendwas geklickt hätte, halt, also außer Erdbeben, weil ich meine, die Sache ist, er hat ja gesehen, dass ich schneller war als Knackrack und auf die Kraftreserve Eis gelockt war, das heißt also, da hätte ich gegen Metagross nichts machen können. Der Wechsel auf Heatran war also quasi mehr oder weniger obvious und da hätte er nicht auf Erdbeben klicken sollen, weil das hat es halt entschieden. Hätte er nämlich da nicht den Luftballon kaputt gemacht, hätte er im nächsten Zug einfach Erdbeben machen können. Ich hätte mit Magnezone dann auf Donnerblitz gehen müssen und ja, das hätte den Sack dann zugemacht, weil ich hätte damit nicht mehr Dragoran und Metagross besiegen können. Auf jeden Fall, ja. Er hätte halt zwei Möglichkeiten gehabt, vor allem wenn er auf den Patronenhieb gegangen wäre, er hätte halt entweder die Robustheit von Magnezone weggekriegt oder hätte halt den Ballon von Heatran kaputt gemacht, je nachdem, worein du halt gewechselt wärst, und das wäre halt einfach das sicherere Play gewesen. Genau, aber Leute, das passiert ja. Dafür hat man seine Continues, das heißt, im nächsten Kampf kann er versuchen, diesen kleinen Fehler auszuhebeln und dann eventuell die Stahl-Pokémon zu besiegen, falls er sich überhaupt nochmal dazu entscheidet, die Stahl-Pokémon erneut zu machen. Vielleicht hat er auch erstmal Bock, eine andere Arena zu machen, kann ja mal vorkommen. Auf jeden Fall, Leute, ein wunderschöner Auftakt, zwei sehr, sehr knappe, spannende Matches, die wir hier gesehen haben, und Nuki, wir sind übermorgen zurück, oder? Auf jeden Fall, ich freue mich noch ein wenig hier bleiben zu dürfen. Sehr gut, Leute, bis übermorgen, nächste Folge, Arena Taburg geht jetzt wieder nach altem Prinzip weiter, alle zwei Tage eine Folge, und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, denkt bitte dran, dass die zweite Phase deutlich kürzer wird, also 6 bis 8 Herausforderer maximal insgesamt, also 3 bis 4 pro Liga. Leute, bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.